Nein, nein. Lies das Angelbuch, lies im Pflanzenbuch. Nee. Vielleicht stehen im Angelbuch einige nützliche Pre Für eine lukrative Session mit erfolgreichem Drill kommt es nicht nur auf Art und Qualität. Dabei ist es egal, ob man nun jiggt, stippt, trollt oder fiedert. Wobbler, Twister, Spinner, Blinker, Popper, Jigs, Jerks und Lifebaits wollen möglichst verführerisch präsentiert werden. Ich habe keinen Schimmer, was das alles bedeuten soll. Vermutlich sind meine Angelfähigkeiten noch nicht fortgeschritten genug, um dieses Buch benutzen zu können. Oh Mann. Okay, der grüne Hut sieht sehr nach Leprechaun aus. Ich nehme mir noch ein paar deiner Kerne, aber das sind die letzten, versprochen. Ah, vielleicht das? Diese Blume wurde uns auch von den Feen geschenkt, genau wie die Liebeslilie unten im Garten. Ich möchte wetten, die beiden gehören zusammen. Schauen wir doch mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Schau mal, kennst du diese Blume? Ja. Oh, ist das süß. Das hast du gut gemacht, Mädchen. Ja. Scheint so. Was ist das denn? Heulst du? Nein. Ja? Ich weiß auch nicht. Wie auch immer. Ich habe mir auf jeden Fall erstmal eine Pause verdient. Super. Wunderbar. Ah, jetzt kommt der Rauch. Juhu. Der Rauch aus Arbors Pfeife scheint die Bienen zu beruhigen. Das ist meine Chance. Hey, sonst geht's noch? Sorry, musste sein. Ich kann diese Zerstörung der Natur nicht gutheißen, außer ich krieg die Hälfte vom Honig. Okay. Mehr brauche ich nicht. Der Rest ist für dich. Lecker. Oh, das ist das gute Zeug. Aber das muss reichen. Die Bienen brauchen auch noch was. Geht doch. Die Angel brauchen wir ja auch nicht mehr. Aber können wir eh nicht zurückgeben. Gut, wir haben es geschafft. Wir werden jetzt wahrscheinlich endlich erfahren, was Ivo hat. Sobald wir den Trank fertig haben. Oh, man kann riechen, wie sauer die Frucht ist. Ungefähr ein Löffel Honig. Jetzt noch der rote Hering. Danke für dein Opfer, kleiner Fisch. Ach nee, warte mal. Rex eignet sich viel besser, um zu zerstampfen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier im Elfenhain nie etwas Ekelerregenderes zusammengemixt wurde. Ja, Fisch, Honig und eine saure Frucht. Ich hoffe, das ist ein Scherz. Sind wir gut oder sind wir gut? Ich weiß nicht viel. Ich weiß nur, dass ich dieses Gebräu nicht trinken werde, bevor ich nicht noch einmal mit dem Medizinbuch darüber gesprochen habe. Ich will wissen, gegen welche Krankheit ein Trank helfen soll, der aussieht, als sei er schon mehrfach verdaut worden. Na gut, dann reden wir mit ihm. Hi. Na, wo drückt denn der Schuh? Der Trank ist fertig. Aber du erwartest doch hoffentlich nicht ernsthaft, dass ich das trinke. Du musst. Oh nein, der Vogel ist frei. Cheap, es tut mir... Ja, ich weiß, aber... Das ist Medizin. Naja, ich hab dir doch gesagt, dass ich mich nicht gut fühle. Und das Medizinbuch hier meint, es könne etwas Ernstes sein. Sie muss es trinken. Eine saure Methusfrucht, süßer Honig und salziger Fisch. Das sollte Klarheit bringen. Es ist nicht so, als dass ich dein medizinisches Fachwissen anzweifle, aber vielleicht hilft mir auch eine andere Medizin als dieser Ekelcocktail. Wenn du wissen willst, was du hast, trink die Medizin. Wenn nicht, diskutiere gerne weiter mit mir. Na ja, runter damit. Das ist ekelerregend. Das ist Medizin, die soll nicht schmecken. Oh, recht hat. So ist es gut. Ganz austrinken. Gar nicht so schlimm wie gedacht. Eigentlich sogar ziemlich lecker. Könnte durchaus noch ein Glas davon trinken. Herzlichen Glückwunsch, Ivo. Du bist schwanger. Oh, Scheiße. Shichi ist umgekippt. Nein, 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 das ist völlig unmöglich. Und du musst dich irren. Das ist es. Eine Fehldiagnose. Du bist eine Elfe und sagst zu dem Trank, ziemlich lecker, ich könnte glatt noch einen davon trinken? Da sprechen die aus dem Gleichgewicht geratenen Hormone. Ich habe keine Hormone, ich... Scheiße. Cheap, nein. Das Buch hat einen Fehler gemacht. Ich kann gar nicht schwanger sein. Ich habe nie mit Nate zur Sommersonnenwende im heiligen Wasser gestanden und dort das Lied des Lebens angestimmt. Wieso? Wie machen Menschen das? Sie tun was? Elfen und Menschen können zusammen Kinder zeugen, aber ohne Sex wird das nichts. Seht ihr, wir hatten nie Sex. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber die Diagnose ist eindeutig. Okay. Tun wir mal so, als wäre ich schwanger. Dafür muss es doch eine Erklärung geben. Wenn wir ausschließen, dass das Kind auf natürliche Weise gezeugt wurde, wovon wir in diesem Fall einmal ausgehen wollen, dann bleiben nur noch die unkonventionellen Empfängnismöglichkeiten. Hast du mit einem Kobold einen Vertrag bezüglich eines Kindes abgeschlossen? Kind gegen Gold oder Königreich zum Beispiel? Nein. Sind dir Götter in Stiergestalt im Traum erschienen? Haben Engel mit dir gesprochen? Nein. Sind in letzter Zeit Sterne vom Himmel gefallen? Nicht, dass ich wüsste. Dann bleibt eigentlich nur noch ein Zauber oder ein Fluch. Aber das ist nicht mein Fachgebiet.
Ich wünschte, es wäre so, Cheap. Aber ich spüre, dass es recht hat. Ich bin schwanger. Oh Mann. Eins ist klar. Mutter darf davon nie etwas erfahren. Ich weiß auch nicht. Meinst du, man wird den Bauch erkennen? Oh. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum, aber ich bin anscheinend schwanger. Und wenn alle anderen Möglichkeiten wegfallen, muss ein Fluch dafür verantwortlich sein. Das ist großartig. Nein, nein, so meinte ich das natürlich nicht. Aber überleg mal. Ich verflucht? Das klingt nach einem Abenteuer. Ist doch klar, was wir jetzt machen. Wir fragen Erzmagier Alistair. Er ist der weiseste Zauberer im Reich der Menschen und er ist ein Freund. Er wird uns sagen können, was das alles zu bedeuten hat. Oh nein, das wirst du nicht. Schon mal darüber nachgedacht, wer auf mich aufpassen sollte, damit so etwas nicht passiert? Hm? Alistair wird Antworten für uns haben. Wir müssen ihn im Magierturm zu Seefels aufsuchen. Nur, wie kommen wir dahin? Seefels ist viele Tagesreisen von hier entfernt. Ja, fliegen ist schön und gut. Vielleicht kannst du es mir ja beibringen. Nein, wir brauchen ein schnelles Transportmittel. Und dann sind da noch die Schildwachen an der Grenze. Sie können mit ihren Langbögen einer Fliege aus 400 Metern Entfernung ein Auge ausschießen. Und tun das auch, sollte die Fliege ohne Erlaubnis das Waldlandreich betreten oder verlassen. Na super. Das Losungswort der Schildwachen am Waldrand. Kennst du es? Das habe ich befürchtet. Und genau das ist das Problem. Mutter wählt jeden Tag ein neues Wort aus und mir wird sie es garantiert nicht verraten. Ach, warum kennst du das Losungswort nicht? Du weißt doch sonst immer alles. Hey, alles wissen. Mutters Spiegel. Man sagt, er sei nahezu allwissend. Er könnte auch das Losungswort kennen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir Licht in die Angelegenheit bringen, Cheap. Wenn es ein Fluch ist, bin ich immerhin das Opfer, nicht die Täterin. Ja, ich weiß auch, dass sie uns so oder so die Schuld geben wird. Aber besser, wir haben einige Antworten im Gepäck, als einfach nur die Tatsachen zu präsentieren. Meinst du nicht auch? Eine Transportmöglichkeit und das Losungswort. Auf geht's! Oh Mann, das kann ja nur heiter werden. Es hilft nichts. Ich muss Papa sprechen. Ivo, ich dachte, wir hätten vereinbart, dass du in deinem Zimmer bleibst. Ich habe mein Zimmer nur verlassen, um etwas trainieren zu können. So? Du hast es selber gesagt. Ich habe ein paar Unzen zugelegt und die werde ich nicht los, indem ich den ganzen Tag in meinem Zimmer auf dem Bett liege. Woher die plötzliche Einsicht? Ich kann mich nicht ewig fragen, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Vielleicht ist heiraten doch keine so schlechte Idee. Ganz sicher nicht. Und wenn du fleißig trainierst, wird Prinz Lalios dich schon mögen. Oh Mann. Sicher, fein. Ich würde dir gerne behilflich sein, aber ich habe schrecklich viel zu tun. In Seefels scheint eine Art Seuche ausgebrochen zu sein. Na toll. Eine Seuche in Seefels? Es ist seltsam, aus dem ganzen Mittelreich erreichen uns Berichte. Gegenstände und Wesen wurden verwandelt. Was meinst du damit?
Die Lage ist unklar. Es scheint, als würde irgendeine fürchterliche Macht nach und nach das ganze Land verändern. Erinnerst du dich an die Geschichte des Nichts? Eine große Schwärze, die ein fantastisches Reich nach und nach verschlang? Natürlich. Dieses Mal ist es schlimmer. Es ist pink. Oh mein Gott! Oh. Eine Seuche in Seefels. Ob das der richtige Ort für mich und das da ist? Andererseits sind Wilbo und der Erzmagier in Seefels. Vielleicht kann ich ihnen bei der Bekämpfung der Seuche helfen, so wie sie mir hoffentlich bei meinem Problem helfen können. Ja, das ist also der König, ne? Dann. Hey, Papi. Papa ist kein Frühaufsteher. Er braucht viel Schlaf, sagt er immer. Aber einen guten Grund konnte er mir dafür bisher nicht nennen. Hey, Papa. Der Tag ist längst angebrochen. Hm? Was? Ivo, wie geht es meiner kleinen Lieblingstochter? Ich bin deine einzige Tochter. Und wenn ich 100 hätte, du bist und bleibst etwas ganz Besonderes. Alle 99 anderen allerdings auch. Ist heute nicht ein wunderschöner Tag? Mal wieder. So wie die Raupen im Morgentau husten. Doch, dich scheint etwas zu beschäftigen. Sie hat mich eingesperrt wie ein kleines Kind. Streitet ihr euch wieder? Sie hat angefangen. Sie liebt dich. Und sie will nur mein Bestes. Wie kann es das Beste für mich sein, wenn sie mich ständig kritisiert und mich zwingt, Dinge zu tun, die ich gar nicht will? Sie glaubt, dass sie dich so am besten auf das Leben vorbereiten kann, das dich erwartet. Ich würde mir nur gerne selbst aussuchen, was das für ein Leben ist. Ich weiß. Deine Mutter versteht das nicht, weil sie nie diese Wahl hatte. Mutter will, dass ich diesen Prinzen Lalilos heirate. Ich habe davon gehört. Ist es auch dein Wunsch? Ich wünsche mir, dass du glücklich bist. Aha, also heirate ich ihn nicht? Leider gehen nicht alle Wünsche in Erfüllung. Na toll. Oh. Du bist eine Elfenprinzessin. Früher oder später musst du heiraten. Nur wann und wen, das würde ich am liebsten der Natur überlassen. Ich wünschte, du könntest Mutter davon überzeugen. Ich befürchte, ihr Vertrauen in deinen Männergeschmack ist ein wenig erschüttert seit... Du weißt schon. Sie möchte verhindern, dass dir noch einmal das Herz gebrochen wird. Deswegen hat sie jemanden ausgewählt, den sie für den richtigen hält. Du, Papa, hättest du das Artefakt des Schicksals damals benutzt oder hättest du es versteckt, so wie wir? Ich glaube, zu viel Macht korrumpiert jeden von uns. Aber du hast große Macht und hast sie nie für etwas Böses eingesetzt. Ich hätte mit dem Artefakt kranke Wälder geheilt. Ich hätte die Flüsse und die Luft gereinigt. Und dann hätte ich vielleicht Holzfäller verjagt und Fabriken der Zwerge zerstört. Aber ich hätte vielen Menschen helfen können. Dinge brauchen Zeit, Ivo. Erzwingt man Veränderungen, ohne dass ihre Zeit gekommen ist, dann sind sie nicht von Dauer. Ich muss dir etwas sagen, Vater. Aber ich weiß nicht wie. Du solltest dir nicht allzu viele Sorgen machen. Das ist nicht gut für das Kind. Was zum? Du weißt es? Kann ein Zebra rückwärts laufen? Wie konnte das passieren? Woher kommt es? Das weiß ich nicht. Ist es wichtig? Ist es. Und ob? Ich will wissen, was mit mir passiert ist. Dann suche die Antworten, Spätzchen. Wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Weil ich weiß, dass am Ende alles gut wird. Und wenn es nicht gut wird? Dann ist es auch nicht das Ende. Oh Mann. Ja, ich frage mich auch, wie der so ruhig sein kann. Also ich eine Tochter hätte und die sagt, ich bin schwanger. Ich glaube, ja, ich weiß auch nicht, wie ich da reagieren würde. Aber auf jeden Fall nicht ruhig bleiben.
Wenn selbst du nicht weißt, was es mit meiner Schwangerschaft auf sich hat, muss ich nach Seefels reisen und den Erzmagier fragen. Dass ich es nicht weiß, bedeutet, dass du nicht auf natürliche Art schwanger geworden bist. Und wenn etwas nicht den Gesetzen der Natur entspricht, dann ist es Magie. Mit diesen Dingen kennt sich niemand besser aus als Alistair. Dann sind wir uns einig. Wie Schnecken, die auf Kohlrabi sitzen. Nur deine Mutter wird es nicht zulassen. Daran arbeite ich. Na super. Macht Mutter dich nicht manchmal auch wahnsinnig mit ihrer Art? Natürlich. Aber warum sagst du es ihr dann nicht? Spricht das Gnu vom Frühling, wenn der Schatten das Eichhörnchen kitzelt? Ich liebe sie. Es ist nur eine Phase. Sie wird sich ändern. Und wenn sie sich nicht ändern wird, werde ich sie nicht weniger lieben. Ich liebe euch beide, so wie ihr seid. Mit allen euren Fehlern und Macken. Oh Mann. Toller Typ. Erleuchte mich, Vater. Geister und Dämonen, hoch auf dem Dach der Welt, bringen das kleine Lama zum Weinen. Verstehe. Ich habe einiges, über das ich nachdenken muss. Auf Wiedersehen, kleine Tochter. Bis später, Vater. Also, ihr Vater ist auf jeden Fall sympathisch. Das Symbol befindet sich auch auf dem Boden der Spiegelschale im Garten. Keine Ahnung, was es bedeutet. Das ist Mutters Fachgebiet.